Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, der Jens von Optionsstrategien TV, und heute unterhalten wir uns mal über Skynet. Natürlich nicht über Skynet aus Terminator, sondern über die Market Maker. Warum heißt das Ganze Skynet? Wir werden gleich noch darauf kommen. Ich will mal das Thema ein bisschen anders beginnen. Wir bekommen immer ganz viele E-Mails oder auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die ganz neu in den Optionsverkauf einsteigen und die sagen dann, Mensch, ich kann mir das eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Wie ist es denn, wenn wir jetzt beispielsweise, angenommen Öl liegt irgendwo um 50 Dollar und ihr verkauft jetzt eine Option bei 75 oder ihr verkauft einen 35er Call. Das ist ja jetzt wirklich sehr, sehr weit weg vom aktuellen Preis. Gibt es denn da überhaupt jemand, der diese Option dann kauft? Weil wenn wir Optionen verkaufen, muss es ja zwangsläufig immer jemanden geben, der diese Option kauft. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wer sind denn überhaupt die Marktteilnehmer, die es gibt, die Optionen handeln. Im Grunde genommen sind das drei Stück. Nummer eins, das sind professionelle Hedger. Das heißt also, das sind Leute, die an den Märkten aktiv sind, um ihre Bestände, die sie in der Rohware haben, also beispielsweise eben in Öl oder in Getreiden, aber auch beispielsweise im Dollar, die diese abhedgen, ne, gegen Preisschwankungen, egal ob nach oben oder unten, sogenannten Hedger. So, die sind natürlich in der Regel nicht so sehr daran interessiert, sich irgendwo 50% oberhalb oder 30% unterhalb des aktuellen Preises abzusichern, sondern die werden eher immer um den aktuellen Preis herum agieren. Also fallen diese schon mal heraus, wenn wir fragen, wer kauft denn diese weit entfernten Calls oder Puts? Die zweite Gruppe, die es gibt, das sind Spekulanten. Dazu zählst du, dazu zähle ich, dazu zählen wir im Grunde genommen nahezu alle. Das heißt also all diejenigen, die an den Märkten aus reinem Spekulationsinteresse sind. Das heißt also, wir kaufen Optionen, wir verkaufen Optionen, weil wir einen Spekulationsgewinn erzielen wollen. Jetzt ist es im Falle von Optionen gar nicht so unwahrscheinlich, dass ein Spekulant auch einmal einen Call oder einen Put kauft, der out of the money ist. Aber das ist natürlich auch nicht immer so die Masse. Also wenn jetzt Öl irgendwie auf gerade angestiegen ist von 45 auf 55 und wir verkaufen einen 35er Put, dann ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass es ein Spekulant hergeht und sagt, ich kaufe mal einen 35er Put mit 90 Tagen Restlaufzeit. Das heißt also, wir werden zwar sehr, sehr häufig Geschäfte mit anderen Spekulanten machen, aber oftmals auch nicht. Und wenn es nicht die Hedger sind, wenn es nicht die Spekulanten sind, dann muss es ja irgendjemand anders sein. Also kommt die dritte Gruppe und das ist das hier, die Skynets, nämlich das sind Market Maker. So, was ist ein Market Maker? Market Maker, das Wort übersetzt, Marktmacher, sind in der Regel selbstständige Trader. Heutzutage sind das sehr, sehr oft Institutionen, das heißt also, das sind Investmentbanken, das sind Tradinghäuser, das sind Prop-Trading-Firmen. Und ich habe es deswegen Skynet genannt, weil das eben nicht mehr so ist wie noch vor 10, 20 Jahren, dass das einzelne Personen sind, sondern in der Regel wird das heute über Computerprogramme gemacht. Was ist jetzt die Aufgabe so eines Market Makers? Ein Market Maker, der sich bewerben muss an einer Börse, um Market Making, also Markt machen, ausführen zu dürfen, der ist dafür verantwortlich, dass er Liquidität stellt. Und Liquidität stellen, das heißt, er muss zu jeder Zeit verbindliche An- und Verkaufskurse stellen. Und das gibt es eben im Aktienmarkt, das gibt es im Futuremarkt und das gibt es aber eben auch ganz viel im Optionsmarkt. Das heißt also, so ein Market Maker, der jetzt beispielsweise im Ölmarkt unterwegs ist, der muss eben für Crude Oil, für eine ganze Anzahl von Strikes, für eine ganze Anzahl von Laufzeiten verbindliche An- und Verkaufkurse stellen. Das sind die sogenannten Bid- und Ask-Geld-Briefkurse. Und er ist eben verpflichtet, permanent diese verbindlichen Kurse zu stellen und damit stellt er Liquidität zur Verfügung. Das heißt also, wenn er jetzt, wir gucken uns das mal hier an, wenn er jetzt in irgendeiner Option, egal welche das jetzt ist, sagt, okay, da steht dann oftmals hier noch eine Zahl davor, zum Beispiel, was weiß ich, 20 und hier stehen auch 20, dann würde das eben bedeuten, dieser Market Maker ist bereit, diese Option sofort für den Preis von 0,47 zu kaufen und er ist sofort bereit, und zwar 20 Stück,
und er wäre sofort bereit, auch 20 Stück für 0,48 zu verkaufen. Und jetzt erkennt man auch schon ein bisschen daran, wie der Market Maker sein Geld verdient, nämlich an dieser Differenz. Wir als private Händler müssen ja Bid-Ask zum Ask-Preis kaufen und zum Bid-Preis verkaufen. Der Market Maker macht das genau umgekehrt. Das heißt, er kann für 47 kaufen und für 48 verkaufen. Und diese 1 Cent Differenz, das ist sein Gewinn. Und deswegen ist ein Market Maker überhaupt nicht daran interessiert, ob der Preis nach oben oder unten geht. Er hat auch keine Marktmeinung. Das Einzige, was ihn interessiert, dass er möglichst viele Geschäfte tätigen kann, weil er weiß natürlich ganz genau, die Preise bewegen sich und mal wird er mit einem Geschäft Minus machen, mal wird er mit welchem Plus machen. Unterm Strich macht er es über die Vielzahl der Kontrakte. Der zahlt natürlich auch nicht wie wir normale Commissions und er zahlt überhaupt keine Gebühren. Und deswegen ist das also ein Geschäft, was über große Wahrscheinlichkeiten funktioniert und über Masse. Also selbst wenn jemand jetzt von uns 100, 200, 500.000 Euro hat, dann könnte er nicht als Market Maker im wirklich wirtschaftlichen Sinne auftreten, weil man eben wirklich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Optionen pro Tag handeln muss, damit sich das Ganze rechnet. Und deswegen heutzutage hier Skynet, das wird eigentlich alles über Softwareprogramme gemacht, die also permanent das Risiko berechnen, die Volatilität berechnen, schauen, was machen die anderen Market Maker und dann entsprechend die Preise stellen. Denn eins ist Fakt, in Märkten, wo es viele Market Maker gibt, also beispielsweise im Öl, im S&P, in den Währungen, haben wir enge Spreads und das ist gut für uns. Wenn es dagegen Märkte gibt mit großen Spreads, dann ist das in der Regel deshalb auch so, weil dort wenige Market Maker auftreten. So. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wenn wir sehr häufig mit diesen Market Makern arbeiten, wir wissen nie, wer ist unsere Gegenpartei. Wir können aber davon ausgehen, dass 95% unserer Geschäfte, wenn wir Out-of-the-Money-Optionen verkaufen, über Market Maker erfolgen, dann müssen wir natürlich auch wissen, was können wir denn machen, was müssen wir denn machen, damit wir überhaupt traden können mit denen. So, und jetzt wäre es in so einem Fall hier relativ einfach, nur 1 Cent Differenz, das heißt also, wenn wir verkaufen wollen, klar, gehen wir auf die 47, verkaufen. Wenn wir kaufen wollen, 48, verkaufen. Keine große Spanne dazwischen. Aber ich sehe manchmal, wenn wir hier einen Markt haben, 6,30 auf 6,80, dass dann jemand sagt, okay, ich versuche mal hier bei 6,80 zu verkaufen. Ne? Also beim Ask. Und da muss man ganz einfach sagen, der wird niemals eine Ausführung bekommen. Warum nicht? Weil wir müssen uns immer überlegen, von was lebt der Market Maker hier? Er lebt von dieser Spanne, in dem Falle hier 50 Cent. So, und beim Market Making heißt es leben und leben lassen. Also wir können nicht erwarten, dass wir dem hier kein Geld verdienen lassen, indem wir hier zum Ask-Preis verkaufen und vielleicht zum Bid-Preis kaufen. Das wird er nicht machen, weil er macht kein Geschäft, wo er von vornherein Minus macht. Wir müssen aber natürlich jetzt auch nicht hergehen und müssen zu dem Preis verkaufen. Das heißt also, wir werden natürlich versuchen, hier irgendwo in der Mitte dann unsere Optionen zu verkaufen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier ein bisschen rechts von der Mitte anfangen und uns so langsam in die Mitte vorarbeiten, bis wir einen vernünftigen Fill bekommen. Es gibt allerdings Märkte, wo wirklich große Spreads sind, wenn wenig Liquidität ist, da kommt man nicht drum herum, hier am Bid zu verkaufen. Wichtig ist, Market Maker sind also überhaupt nichts Negatives, ganz im Gegenteil, Market Maker sind für unser Geschäft unheimlich wichtig. Wir müssen wissen, was sie tun und wir müssen uns eben entsprechend darauf einstellen, dass wir den Jungs, dass wir die auch leben lassen. Und ich werde in einem weiteren Video dann auch nochmal erklären, wie man das macht, wenn wir beispielsweise Spreads handeln, warum werden in manchen Märkten Spreads von Market Makern besser behandelt als in anderen Märkten, warum ist es besser, Iron Condors beispielsweise eben nicht als Iron Condor Orders, sondern als zwei Einzelorders aufzugeben. Das hängt alles mit den Market Makern zusammen, mit deren Risiko. Das machen wir auch mal in einem anderen Video. Das war es jetzt erstmal für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Servus, macht's gut.